Ja, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Wettbewerb gehört zu den Liberalen dazu. Das ist vollkommen in Ordnung. Und wir werden uns dieser Auseinandersetzung jetzt stellen. Aber, meine Damen und Herren, wer sich in einen Wettbewerb begibt und wer einen Wettbewerb gewinnen möchte, der muss sich auch vorbereiten und der möchte auch durchaus etwas vorzeigen können. Und ich sage Ihnen mal, was so ein durchschnittlicher Abgeordneter im Deutschen Bundestag der FDP-Fraktion leistet. Zum Beispiel bringt er 20 Anträge und Gesetzesentwürfe ein, stellt 75 kleine Anfragen, stellt 76 Einzelanfragen und hat 37 Redebeiträge im Plenum, Stand heute. Und, meine Damen und Herren, ich bin damit nicht ein Einzelfall, sondern ich bin gehobener Durchschnitt. Wir sind als nordrhein-westfälische Landesgruppe im Bundestag sicherlich eine Stütze der gesamten Arbeit. Und das würde ich auch gerne weiterhin fortsetzen. Und deswegen stelle ich mich Ihnen hier vor. Im Jahr 2017 haben wir es geschafft, in den Deutschen Bundestag einzuziehen. Und ich habe damals in Neuss gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir es nicht versemmeln. Denn eine zweite Chance wie 2017 werden wir nicht bekommen. Und, meine Damen und Herren, die Umfragewerte sind hier schon besprochen worden. Ich glaube, wir sind an einem ganz guten Weg. Wir sind auf einem guten Weg, ein noch besseres Ergebnis erzielen zu können in diesem Jahr. Und das liegt natürlich auch am Vorsitzenden, aber auch an der Gesamtleistung unserer Bundestagsfraktion. Daran sollten wir anschließen. Und ich habe das Vergnügen und die Ehre gehabt, bisher als wirtschaftspolitischer der Fraktionssprecher auftreten zu dürfen. Und es gibt eben eine ganze Menge zu tun. Was müsste sich ändern in der neuen Legislaturperiode? Wir brauchen einen verstärkten Abbau von Bürokratie und schnellere Genehmigungsverfahren. Wir brauchen Privatisierung statt Verstaatlichung. Wir brauchen die Abschaffung des Solidaritätszuschlages, gerade für mittelständische Unternehmen. Wir brauchen bessere Abschreibungsmöglichkeiten für Investoren. Wir brauchen mehr Steuergerechtigkeit für den Mittelstand, mehr Wagniskapital für Start-ups, flexiblere Arbeitszeitgesetze, eine insgesamt bessere Infrastruktur bis zu 5G an der Milchkanne und darüber hinaus eine konsequente und technologieoffene Innovationsoffensive. Und wenn das alles nichts ist, was wir erreichen müssen, und das sage ich als wirtschaftspolitischer Sprecher, das sage ich aber auch als Unternehmer. Und wenn wir nur eins erreichen, wäre es schon der Sache wert, nämlich diesen Minister, unseren Wirtschaftsminister Peter Altmaier, abzulösen. Mein Name ist Reinhard Huben, ich bin 60 Jahre alt, verheiratet, wir haben zwei erwachsene Söhne. Ich führe nebenberuflich seit über 35 Jahren inzwischen mein Kölner Unternehmen. Mein Sohn ist in das Unternehmen eingetreten, also es geht auch an der Stelle weiter. Bitte schenken Sie mir Ihr Vertrauen und geben Sie mir Ihre Stimme, denn uns eint am Ende eines. Wir treten alle für die FDP ein, aus Liebe zur Freiheit und zum Wohle unseres Landes. Vielen Dank.